Здравейте! Пращам поздрави от щанда на Niki Rotor Aviation в хале B3 на нашия щанд, на който презентираме за първи път пред всички любители на автожирите най-новият ни продукт Cruiser. Und als Novum in der Ultraleichtluftfahrt ist hier, dass wir auch den Motorträger in Vollcarbon-Bauweise gebaut haben, dadurch die Maschine sehr, sehr leicht wird. Aviation is just our passion. It's the hobby of my father that will try to make it a successful business. So we built the company as a separate company in 2010. So this is when, let's say, we start to make everything a little bit more official. So we have a dedicated team, let's say, that have been with Niki for a very long time, let's say already. So with a lot of experience in the industry. We are innovative, we are young, we are passionate about flying and about what we do. We have currently, let's say, approximately 40 different aircrafts flying around the world. So we have, let's say, more than 4 continents, and we have a very nice location. So we would like to expand our dealership network, because I think that in this way we can provide the right service. As a family-owned company, I think that this is exactly what we would like to give as a value to our customers. So good service, good maintenance point, and an excellent flying aircraft. So please enjoy our machines. Wir befinden uns hier im Cockpit des neuen Cruiser, unseres neuen Side-by-Side-Gyrocopters, bei dem wir wieder konsequent Leichtbauweise angewendet haben und der über das patentierte und bewährte Heckausleger des Lightning verfügt und somit sich ins Design des Gesamtkonzepts Niki Rotor Aviation einpasst. Der Cruiser ist ausgestattet mit einem Rotax 915 mit 140 PS, wird unter 300 Kilo wiegen und mit seinem Tankvolumen ca. 5,5 Stunden Reichweite haben. Wir haben hier die Philosophie eines neuen Bedienkonzeptes durchgesetzt. Wir haben nur noch 2 klassische Rundinstrumente, die vom Gesetzgeber her vorgeschrieben sind. Das ist ein Fahrtmesser und ein Höhenmesser. Alles andere findet sich auf einem Tablet-PC in der Mitte, zentral. Angefangen von einer Navigations-App über die Motorüberwachung, über die ganzen Instrumente wie Höhenmesser, Fahrtmesser, das findet sich auch alles nochmal auf dem Tablet-PC. Der Tablet-PC ist nicht fest installiert, den kann man mit nach Hause nehmen, da in aller Ruhe seine Flugplanung machen und anschließend das Tablet wieder in den Flieger klicken, in die Halterung und damit losfliegen. Mehr Informationen können Sie finden gerne an alle unsere Sozialmedien oder www.nikiaviation.com.